Ich war auch so lange die Vorzeigemigrantin, guck mal, wir haben kein Problem mit Ausländern, solange ich mitgespielt habe. Als ich die Klappe aufgemacht habe und gesagt habe, Leute, falscher Kurs, wir müssen hier was ändern, hieß es plötzlich, die Rumänen wollen wir nicht mehr im Bundestag sehen. Hallo und herzlich willkommen zum Spiegel-Spitzengespräch, dem Talk für alle, die politisch mitreden wollen. Mein Name ist Markus Feldenkirchen, ich bin Autor im Hauptstadtbüro des Spiegel und empfange hier regelmäßig Gäste aus dem politischen Deutschland. Im Einzelgespräch oder in kleiner Runde besprechen wir die gesellschaftlich und politisch relevanten Themen unserer Zeit. Wie gefährlich ist die AfD? Warum ist sie gerade im Osten so erfolgreich? Und was würde passieren, sollte sie eines Tages an die Macht kommen? Diese Fragen bespreche ich heute mit Joanna Kotara. Sie war AfD-Mitglied der ersten Stunde, auch Mitglied im Bundesvorstand der Partei, bis sie voriges Jahr wieder austrat. Warum sie das tat und wie sie die Entwicklung ihrer ehemaligen Partei betrachtet, das erzählt sie mir hoffentlich gleich. Herzlich willkommen. Danke. Mit meiner Kollegin Ann-Kathrin Müller. Sie berichtet seit Jahren intensiv über die AfD und deren Radikalisierung und hat sicher auch eine Vermutung, warum sie gerade bei jungen Leuten derzeit so gut ankommt. Herzlich willkommen. Hi. Und hier habe ich ein Zitat. Wer Nazis wählt, ist ein Nazi, sagt der DDR-Historiker und Buchautor Ilko Sascha Kowalczuk, der aktuell zu den gefragtesten Erklärern von Ostdeutschen gehört und selten eine Gelegenheit auslässt, Ihnen auch die Leviten zu lesen. Herzlich willkommen, Herr Kowalczuk. Hallo. Ja, wenn jeder, der Nazis wählt, selber Nazi ist, ist dann jeder dritte Ostdeutsche gefühlt ein Nazi gerade? In der Öffentlichkeit wird zugespitzt und ich spitze auch gern zu. Mhm. Gar keine Frage, um aufzurütteln. Mein Thema ist Demokratie und Freiheit. Ich glaube, Demokratie und Freiheit sind arg bedroht. Dafür engagiere ich mich. Wer heute die AfD wählt, eine faschistische Partei, weiß, was er tut. Da gibt es auch keine Entschuldigung. Mhm. Sehen Sie das ähnlich, Frau Kotar? Ich halte nichts von Bürgerbeschimpfung. Es gibt Gründe, wieso die Bürger die AfD wählen. Und man sollte sich lieber um die Gründe kümmern, die dazu führen, anstatt den Leuten vorzuwerfen, dass sie Faschisten oder Nazis sind. Beschimpfen Sie Bürger? Ich beschimpfe überhaupt keinen, sondern ich analysiere knallhart, was die AfD will, was die AfD sagt, was sie fordert. Und das ist ein faschistisches Programm. Kaum jemand kann Sie besser kennen als Sie, Frau Kotar. Sie waren, wie gesagt, Mitglied der ersten Stunde, haben die Partei 2013 mit aufgebaut. Nach fast 10 Jahren sind Sie dann wieder ausgetreten. Warum eigentlich? Weil es nicht mehr meine Partei war, ganz einfach. Sie hat sich wegentwickelt von der freiheitlichen Partei, der liberalen Partei, die wir einst waren. Wenn Sie sich das Grundsatzprogramm anschauen, dann war das ein sehr, sehr liberales Wirtschaftsprogramm, mit einer der Gründe, wieso ich da eingetreten bin. Und mittlerweile macht sich da der Sozialpatriotismus breit, weil man mit sozialen Versprechen Wählerstimmen gewinnen kann. Dann ist bei mir ganz klar das Thema Außenpolitik. Ich ticke anders als die AfD in der Außenpolitik. Ich finde den Überfall Russlands auf die Ukraine tragisch und hätte mir eigentlich gedacht, dass eine Partei, die für Souveränität steht, Nationalstolz betont, versteht, wenn sich ein Land gegen einen Aggressor wehrt und auch dementsprechend die Ukraine unterstützt. Ich halte nichts davon, mit Russland so eng zu kooperieren oder mit dem Iran oder mit China, wie die AfD das tut. Und dann gibt es, wie in allen Parteien, korrupte Netzwerke. Es gibt eine ganze Menge, was hinter den Kulissen passiert, was mir nicht mehr geschmeckt hat. Und irgendwann war dann der Punkt erreicht, wo ich sage, ich gebe auf, ich habe lange gekämpft. Aber das ist nicht mehr die freiheitliche Partei, in die ich eingetreten bin. Sie sagen es, lange gekämpft, 10 Jahre waren Sie immerhin an Bord. Hat also etwas gedauert, bis Sie all das, was Sie gerade aufgeführt haben, gemerkt haben. Gab es da so einen Moment, wo Sie gespürt haben, okay, jetzt bin ich hier wirklich falsch? Nein, es gab nicht den Moment. Es gab gut der Überfall Russlands auf die Ukraine und die Reaktion der AfD war so der berühmte Tropfen für mich. Aber das war ein schleichender Prozess, wie sich die AfD verändert hat. Und ich habe mit einem großen Lager dagegen gehalten. Wir haben versucht, die AfD so auf Kurs zu halten, dass wir sagen, wir möchten irgendwann regieren, wir möchten irgendwann mitbestimmen. Und das geht nur, wenn wir anständige Politik machen und uns bitte darauf besinnen, warum wir uns 2013 gegründet haben.
Sie bezeichnen sich ja in Ihrem Lebenslauf als Feng Shui-Beraterin. Wie würden Sie aktuell so das Karma in dieser Partei beschreiben? Also Feng Shui habe ich neben meinem normalen Job gemacht als Nebentätigkeit, weil ich das unglaublich faszinierend finde, mich mit chinesischer Philosophie zu beschäftigen. Und wie ist es um das Karma in der AfD bestellt? Die Stimmung ist, glaube ich, also im Moment ist die Stimmung gut, klar, aber das Karma bei dem einen oder anderen ist wahrscheinlich nicht ganz so positiv. Was meinen Sie? Naja, man muss differenzieren. Ich halte nichts davon, die AfD im Bausch und Bogen zu verdammen. Das mache ich auch nach meinem Austritt nicht. Man muss sich ganz genau angucken, wer agiert wie in der AfD, welche Landesverbände, um welche Landesverbände geht es. Es gibt Landesverbände, da würde ich sagen, Achtung, Vorsicht. Da sind Leute dabei, die möchte man nicht an der Regierung sehen. Es gibt Landesverbände, die machen normale Politik. Und ich glaube, da macht die Presse und die Öffentlichkeit einen ganz gewaltigen Fehler, dass sie ständig darauf hauen, ständig übertreiben, anstatt anzufangen zu differenzieren, weil das Ergebnis sind immer bessere Wahlergebnisse für die AfD. Also irgendwann müsste man mal sehen, dass die Taktik nicht aufgeht, seit 10 Jahren auf die AfD einzuschlagen. Ann-Kathrin, du beobachtest die Partei sehr intensiv. Was würdest du sagen? Gibt es diese quasi harmlosen, normalen Landesverbände? Und wie hat sich diese Partei von 2013 bis heute entwickelt? Das ist ja lustig, dass was heute jetzt noch als harmlos gelten soll, war damals sozusagen schon Teil der Gemäßigteren, die aber Teil dieser Partei waren, die immer schon diese autoritären Gedanken sozusagen hatte und diese Ideologie verbreitet hat. Also die Partei war nie unproblematisch, jetzt aus demokratietheoretischer Sicht. Und sie war auch nie liberal, Frau Cotard, auch wenn Sie das so sehen mögen. Sie haben da, glaube ich, ein anderes Verständnis des Begriffes Liberalität. Diese Partei ist von Anfang an, jetzt kann man sagen, infiltriert, würden Sie vielleicht sagen. Aber es waren von Anfang an Leute dabei, die im Kern völkisches Gedankengut hatten und das auch verbreitet haben. Und das ist nun mal jetzt der Kern der Partei. Und selbst wenn es da Einzelne gibt, die wirklich sagen, sie wollen mit Rechtsextremismus nichts zu tun haben, dann tut mir leid, hätten die aus der Partei längst raus sein müssen, so wie es ja sehr viele auch sind. Denn der Kern der Partei ist eben das, wo wir ihn jetzt sehen. Die Netzwerke, die relevant sind, sind alle die, die neurechtes völkisches Gedankengut verbreiten. Und insofern ist die AfD so gefährlich, wie Herr Kowalczuk sagt. Im Jahr 2013 hätte es die folgende Rede, wo wir einen Ausschnitt gleich hören, von Björn Höcke jedenfalls noch nicht gegeben. Wir hören mal kurz, wie er Ostdeutschland quasi zu einem Modell für ganz Deutschland erklärt. Zum Beispiel, dass Bundesländer Migranten künftig selber abschieben können. Wir können unserer Meinung nach auch Aufnahmeabkommen mit anderen Ländern schließen, weil wir Staatsqualität haben. Also für Ausländer, die ja nichts zu suchen haben und die wir außer Landes schaffen wollen. Wenn der Bund sich ziert, werden wir das aus dem Freistaat Thüringen selbst herausprobieren. Alles das kann man machen. Wir können und wir wollen in Brandenburg, in Sachsen und in Thüringen eine Blaupause für eine patriotische, bürgerliche Wende für ganz Deutschland nicht nur anfertigen, sondern leben. Und wir werden sie hier leben, Freunde. Herr Kowalczuk, ist das ein neues Maß an Übermut oder an Selbstbewusstsein, wenn man Herrn Höcke hier zuhört? Das ist nicht neu. Die AfD hat von Anfang an Ostdeutschland als ein Experimentierfeld benutzt. Höcke hat schon vor Jahren in einem Interview gesagt, in Ostdeutschland gibt es keine Kolonialschuld, da ist der Boden anders bereitet. Und insofern wird hier nur das sozusagen versucht, in Szene zu setzen, was eines Tages für ganz Deutschland gelten soll. Und ich will auch noch einen anderen Punkt sagen, wegen der Differenzen zur Außenpolitik oder den angeblichen Differenzen. Der Krieg der Russländischen Föderation, der Vernichtungsfeldzug, hat nicht 2022 begonnen, sondern 2014 mit der Annexion der Krim und dem Überfall auf die Ostukraine. Und da gab es niemals kritische Töne aus der AfD, sondern das waren immer russlandfreundliche Töne. Da gibt es eine Kontinuität seit der Gründung. Und das insofern mag das ihre persönliche Wahrnehmung sein, hat aber nichts damit zu tun, wie die AfD sich sozusagen verhalten hat seit 2014 außenpolitisch. Und wenn ich das auch noch sagen darf, weil mir das wichtig ist, AfD und das Bündnis Sarah Wagenknecht sind für mich zwei Seiten einer Medaille. Sarah Wagenknecht hat am Wochenende im Tagesspiegel-Interview ganz groß verkündet, alle Ausländer, die einen Asylantrag in Deutschland gestellt haben, sollen aus dem Land raus und keine Asylanträge sollen in Deutschland mehr gestellt werden. Die erste Antwort auf die erste Frage. Und insofern plädiere ich immer sehr dafür, wenn wir über die AfD reden, müssen wir auch über das Bündnis Sarah Wagenknecht reden, weil beide eins eint, nämlich
die Auflösung der Westbindung und eine staatsautoritäre Verfassung. Das ist nämlich das, was eigentlich darunter liegt und was Sie anstreben. Nehmen Sie das an, Frau Kotar, dass Sie da vielleicht ein bisschen zu spät etwas erkannt haben, was schon früher erkennbar gewesen wäre? Nein, also wenn jemand die AfD kennt, dann ja wohl die Leute, die von Anfang an mit dabei waren und die AfD mit aufgebaut haben und wissen, was im Inneren diskutiert worden ist. Und nein, tatsächlich war das Thema Russland und Krim kein Hauptthema bei der AfD, weil bei der Gründung ging es um ganz andere Sachen. Es ging um die Europolitik, es ging um die Europapolitik. Da war auch noch keine Anklänge von irgendwas im Rechtsradikalen. Und trotzdem ist dann Herr Lucke als Nazi beschimpft worden und musste irgendwann mal aus dem Zug fliegen. Also dieses ständige Diffamieren der AfD von Anfang an war meiner Meinung nach ein großer Fehler, hat mit dazu beigetragen, dass die AfD jetzt da steht, wo sie steht, weil natürlich auch die Radikalen dann angezogen worden sind. Und nochmal, es bringt nichts, wenn man die AfD im Bausch und Bogen verurteilt und alle kleinen Skandale, die es so gibt, aufbläst. Weil letztendlich führt das dazu, dass die AfD immer mehr Wähler bekommt. Weil auch normale Leute, die sagen, nein, ich sehe die AfD kritisch, aber den Umgang mit der AfD, den finde ich nicht in Ordnung. Das hat mit Demokratie nichts mehr zu tun. Mhm. Wenn ich so eine ARD-Sendung, nein, aber ganz kurz, wenn ich so eine ARD-Sendung sehe, wie diese 100, dann frage ich mich, was soll denn so etwas kurz vor der Brandenburg-Wahl? Die Leute, die Bürger sind doch nicht blöde. Die durchschauen doch die Absicht dahinter, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sie irgendwo hinerziehen möchte, bitte nicht die AfD zu wählen. Und dann gibt es ganz viele, die sagen, das mache ich nicht mit, das ist nicht demokratisch, das ist nicht in Ordnung. Also wir müssen den Umgang mit der AfD tatsächlich überdenken und die Presse muss lernen, zu differenzieren. Das ist einfach so. Jetzt wäre ja die Frage, also Sie benutzen halt so Wörter, ne? Die AfD wurde von Anfang an diffamiert. Ja. So. Warum? Es wurde ein ordentliches Adjektiv für sie gefunden. Sie ist nun mal eine rechtspopulistische Partei gewesen. Weil wir gegen den Euro waren 2013. Wie absurd ist das denn? Gegen den Euro. Sie haben auch gesagt, die Griechen sind alle faul, die Italiener auch und so weiter. Wir sind die bessere Nation, wir sind fleißiger und so weiter. Ein Wir gegen die ganze Zeit. Und so hat sich das durchgezogen und es ist nur stärker geworden in der Art und Weise, wie wen man alles noch mit diffamiert. Inzwischen geht es so weit, dass man ganze Volksgruppen irgendwie hier nicht haben will und so weiter. Das heißt, wenn Sie dann sagen, die Medien müssen endlich lernen. Mhm. Es gibt sehr differenzierte Berichterstattung über die AfD. Nur weil die Ihnen nicht gefällt, heißt das ja nicht, dass das nicht so ist. Und tatsächlich wird auf die Inhalte der AfD geguckt, es wird auf die Netzwerke der AfD geguckt, es wird auf die Art und Weise, wie die AfD-Funktionäre sprechen, geguckt. Es findet alles statt. Und es braucht auch keine sozusagen Entzauberung mehr dieser Partei, denn alle wissen, was sie tun. Deswegen wissen auch die Wählerinnen und Wähler, was sie wählen. Denn man weiß ja, wie die Netzwerke nach Russland sind, die sie ja auch kritisieren. Man weiß von den Verbindungen nach China. Man weiß von den rechtsextremen Netzwerken. Man weiß von der inhaltlichen Ausrichtung der Partei. Man sieht jetzt die Wahlkampfspots, die teilweise mit künstlicher Intelligenz komplett rassistische Bilder produzieren. Man sieht weiße, blonde, blauäugige Männer und Frauen im Gegenzug zu dunkelhäutigeren Männern und Frauen. Da gibt es nichts zu diskutieren. Deswegen braucht man da auch nichts mehr entzaubern. Die Partei steht da, wo sie steht. Sie haben auch gesagt, es reicht ihnen jetzt. Kurioserweise nicht, weil die Partei ihnen zu rechts geworden ist, sondern nur wegen Russland. Aber gut, das ist ihre Entscheidung, wie sie das bekommen. Ja, das kann ich Ihnen aber erklären. Und das habe ich auch damals in meinem Austrittsschreiben gesagt. Die Rechten waren nie das Problem in der AfD, weil die Rechten die Minderheit waren. Hätten die normalen Bürgerlichen zusammengehalten. Haben die sich ja nie durchgesetzt. Doch, haben sie. In dem Fall, weil es in der Politik vor Opportunisten wimmelt. Und wenn man den Leuten dann anbietet, du kommst sicher auf die Liste, du kommst sicher in den Bundesvorstand, kommst sicher dahin, dann wechseln sie plötzlich die Seiten. Weil ihnen die eigene Karriere wichtiger ist. Und das finde ich so bedauerlich. Und das ist etwas, was mich so abgestoßen hat, generell an der Politik. Aber auch gerade in der AfD, wo ich gedacht habe, wir wollten anders sein, wir wollten eine Alternative sein. Und jetzt sind wir genau im System angekommen. Jörg Meuthen zusammengearbeitet. Ja. Jörg Meuthen hat sich doch auch einkaufen lassen, um den Listenplatz 1 zur Europawahl zu bekommen. Hat mit Herrn Höcke und Herrn Kalbitz gemacht. Ich fand, dass Herr Meuthen, zu dem festgegangen ist, helfen Sie mir kurz. Prüfhäusertreffen fand ich auch nicht in Ordnung, habe ich auch intern definitiv kritisiert. Aber nochmal. Er war mehrfach. Ich sehe, mir können die Artikel über die AfD mittlerweile egal sein. Ich bin ja ausgetreten. Also wenn es eine Mehrheit gegeben hätte. Von daher müssen Sie mir sagen, es gefällt mir nicht. Ich sehe nur, was Sie schreiben und ich sehe die Auswirkungen auf die Wähler, auf die Mitglieder und frage mich, ob man nicht die Taktik ändern sollte, wenn man letztendlich erfolgreich sein will, wenn man sieht, dass das nichts bringt. Das würde bedeuten, dass es eine Taktik der Medien gibt, die alle gleich agieren. Das stimmt nicht. Es gibt sehr unterschiedliche Umgangswege der verschiedenen Medien. Manche machen Interviews, andere nicht. Manche machen Porträts, andere nicht.
Manche machen große Also wenn es eine Mehrheit gegeben hätte von rechtsdemokratischen Kräften, wie Sie behaupten, dann hätten diese Kräfte die völkische Minderheit, die Sie behaupten, aus dieser Partei herausgedrängt, hätten sie ausgeschlossen. Genau das haben sie aber nie gemacht. Und warum? Weil sie erstens auf die angewiesen waren und zweitens, weil sie nie in der Mehrheit waren. Das ist die Wahrheit. Ich verstehe durchaus, dass Sie aus so einer Selbstlegitimation heraus da eine andere Perspektive haben, aber die macht die nicht richtiger. Wir blicken auf die ostdeutschen Bundesländer, stellen fest, dass dort nicht nur dort die AfD erfolgreich ist, aber ganz besonders. Wie erklären Sie sich das, Herr Kowalczuk? Also Ostdeutschland ist an sich erstmal nichts Besonderes. Das, was wir dort beobachten wir in vielen Teilen der westlichen Welt. Aber Ostdeutschland ist für mich so eine Art Laboratorium der Globalisierung, weil hier passiert alles etwas schneller, etwas radikaler und vor allen Dingen etwas früher. Woran liegt das? Das liegt nicht so sehr nur allein an dem historischen Rucksack. Alle Menschen haben einen historischen Rucksack, alle Gesellschaften haben einen historischen Rucksack. Aber in Ostdeutschland gibt es zwei Transformationserfahrungen innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von einer Erwerbsbiografie, innerhalb von einer Biografie. Das ist zu viel. Und diese und beide Transformationserfahrungen sind sozusagen gleichbedeutend mit Transformationsüberforderung. Und in so einer Situation, das eine war in den 1990er Jahren, das andere ist praktisch das, was wir in den letzten 10 Jahren etwa erleben. Und in so einer Situation neigen Menschen dazu, nach Sicherheit sich zu orientieren. Sie brauchen Sicherheit, weil es gibt keine Zukunft gerade mehr. Unsere Großeltern hatten Zukunftsvorstellungen, das war etwas nach ihrem Leben. Jetzt ist Zukunft etwas morgen und wir wissen nicht mal, wie das morgen aussieht, weil keiner weiß zum Beispiel, wie künstliche Intelligenz die Arbeitswelt verändern wird und vieles andere. Das produziert sehr viel Unsicherheit, also suchen die Menschen nach Sicherheit. Und da gibt es 2 Punkte, die sicher sind. Erstens, man orientiert sich nach hinten in der Vergangenheit. Ach, da wusste ich ja, wie ich mich zu bewegen habe. Also wird die Vergangenheit schön geredet. Und das Zweite ist, möglichst einfache Antworten auf komplexe Wahrheiten. Und da sind Extremisten sozusagen im Zuge, die oft verharmlosen Populisten genannt werden. Für mich sind das Extremisten von links und rechts, AfD und BSW. Und die bieten besonders einfache Antworten. Und das Besondere eben an Ostdeutschland ist diese Radikalität, die Schnelligkeit und dass es von links und rechts Extremisten gibt. Jetzt ist auch oft von sogenannten Demütigungserfahrungen von Ostdeutschen nach der Wende die Rede. Kann man sagen, dass in diesem AfD-Wählen auch so ein bisschen Rache des Ostens am Westen für die empfundenen Demütigungen steckt? Ich halte von dieser These überhaupt gar nichts. Ich halte auch nichts von der These, dass das eine Protestwahl ist. In unserem Land gibt es sehr viel, was verändert werden muss. Es gibt einen großen Reformstau. Es gibt viele Dinge, die gelöst werden müssen. Nichts davon rechtfertigt, Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit aufs Spiel zu setzen und Extremisten, ob nun Faschisten oder Postkommunisten, zu wählen. Was ist deine Erklärung, warum die AfD gerade im Osten erfolgreich ist? Also man muss schon sagen, dass der Westen viele Fehler gemacht hat bei der Wende. Und die Leute, die hier jetzt im Westen sozusagen nicht mehr so richtig gemocht wurden oder quasi weggelobt wurden, dann dahingeschickt wurden und so weiter. Da ist viel passiert, Treuhand und so weiter. Können wir jetzt, glaube ich, nicht alles auseinander dividieren. Aber da ist eben was ja aufoktroyiert worden, so ist das Gefühl. Und deswegen ist sozusagen dieses Feindbild Westen zumindest erfolgreich in den Reden von AfD-Lern. Ich glaube auch nicht, es ist nicht so einfach, es ist jetzt nur eine Rache, wir wollen jetzt den Westen zeigen oder den Bösen da in Berlin. So, es ist schon immer ein bisschen tiefgründiger. Aber was ich tatsächlich letztens gelernt habe, ich bin ja auch aus dem Westen, interessiere mich aber sehr und informiere mich auch sehr, ist, dass ja rund um die Betriebe, die es damals gab, tatsächlich auch das soziale Leben mit organisiert war. Also dass es dann eben den Buchclub angegliedert an den Betrieb gab und Ähnliches. Und mit der Zerschlagung von diesen Betrieben ist auch das dann quasi kaputt gegangen. Das heißt, man hat auch nicht so eine verankerte Zivilgesellschaft wie im Westen und oder in den westdeutschen Bundesländern. Und das spielt natürlich auch eine Rolle, wenn man jetzt sieht, wie die AfD eben versucht, gezielt von unten nach oben sich vorzuarbeiten und darüber sozusagen die Macht zu bekommen. Und das ganz klar als Strategie eben erkannt hat. Aber Entschuldigung, wenn ich beschäftige mich ja damit nun mein ganzes Leben. Das, was Sie beschreiben, die Arbeitsgesellschaft DDR, wo eben tatsächlich um den Arbeitsplatz das gesamte Sozialkulturleben, der Tourismus, das Eheverhalten, die Gesundheitsvorsorge, die Altersbetreuung,
sozusagen gruppiert war, völlig anders als im Westen. Darüber könnte man viel erzählen. Das ist praktisch mit dem 1. Juli 1990 kaputt gegangen. Das waren die sogenannten nicht produktiven Bereiche, die als erstes aus den Betrieben ausgegliedert worden sind. Der 1. Juli 1990 war die Währungsunion. Das war die größte Zäsur in der Geschichte Ostdeutschlands nach 1989. Viel dramatischer als der Fall der Mauer, weil sich an diesem Tag, anders als beim Fall der Mauer, tatsächlich für alle Menschen alles änderte, radikal änderte, vieles wurde entwertet. Aber jetzt fehlt in dieser Erzählung bei Ihnen und bei vielen anderen immer ein wesentlicher Punkt. Das haben 80% der Ostdeutschen so gewollt. Das haben sie so gewählt und das wurde auch in den Wahlen danach immer wieder durch das Wahlergebnis bestätigt. Und hier fängt aber eben diese Opfererzählung an. Die da oben, der Westen. Aber man muss immer wieder sagen, das war eine legitimatorischer Vorgang. Und es gab genug Stimmen von Menschen, die gesagt haben, wenn das so läuft, dann führt das in eine soziale Katastrophe. Und ich sage das auch so selbstbewusst, weil ich damals etwas anderes gewählt habe, weil nämlich, wenn man etwas seinen Kopf angestellt hat, klar war, dass so ein Weg sehr, sehr schmerzhaft und radikal werden wird. Heute bin ich mittlerweile ein Apologet dieses Weges, obwohl ich den damals nicht gewollt habe. Aber man kann gewissermaßen die ostdeutsche Gesellschaft eben nicht aus der Verantwortung herausnehmen. Das wollte ich auch nicht. Und natürlich stimmt vieles. Es gab einen unfassbaren sozialen Umbruch mit vielen Ungerechtigkeiten. Es gibt bis heute eine Repräsentationslücke, dass Ostdeutsche in vielen Positionen fehlen, vor allen Dingen in Nichtwahlämtern und so weiter und so fort. Aber mir ist das immer alles ein bisschen zu einfach, zumal wir 35 Jahre nach der Revolution uns befinden. Die deutsche Einheit war im Großen und Ganzen eine große Erfolgsgeschichte, aber sie ist auf paternalistische Art und Weise zustande gekommen. Ein Mann wie Helmut Kohl, ein Mann wie Biedenkopf, Ministerpräsident in Sachsen, die haben sich hingestellt und haben in der Tradition des obrigkeitsstaatlichen Staates gesagt, lass uns mal machen. In 3 bis 5 bis 7 Jahren sieht das so aus wie im Westen. Und die meisten Leute im Osten haben gesagt, Gott sei Dank, da ist jemand, der macht etwas. Und das Grundprinzip von Demokratie und Freiheit, nämlich, dass man sich in seine eigenen Angelegenheiten einmischt und aktiv wird, ist schon dort am Beginn der deutschen Einheit verletzt worden. Und das ist ein Grundproblem bis heute in Ostdeutschland, dass es keine lebendige, breite Zivilgesellschaft gibt, was wichtig ist, damit eine repräsentative Demokratie funktioniert. Frau Kotta, macht sich die AfD bewusst, mit Blick auf die Probleme, die es gibt, auch auf die Empfindungen, die Herr Kowalczuk beschreibt, hat sie früh den Osten als das Feld, was wir besonders adressieren als Partei, identifiziert? Nicht als Strategie von Anfang an, das war so nicht. Aber wir müssen halt gucken, es wurden halt diese blühenden Landschaften eben versprochen, die dann ausgeblieben sind. Und wenn ich mit Kollegen aus dem Osten gesprochen habe, dann ist tatsächlich noch das, was Frau Müller beschrieben hat, sehr, sehr aktiv da, dass sie glauben, dass es alles schiefgelaufen und dass sie sich vom Westen abwenden. Aber ich würde gerne noch einen anderen Aspekt anführen. Was der Osten vielleicht auch hat, ist tatsächlich so ein frühes Alarmsystem, wenn es eben darum geht, es geht gegen die Freiheit. Es geht gegen das, was wir uns erkämpft haben, dass wir dann sagen, wir machen die Klappe auf. Ich sehe es auch an, ich bin ja in Rumänien geboren, ich sehe es an den Rumänien-Deutschen, die hier sind. Die haben auch ein ganz feines Alarmsystem, wenn sie sagen, das ist nicht okay, was hier passiert. Wenn hier wieder zensiert wird, wenn hier gegen die Meinungsfreiheit losgegangen wird. Und dann muss man sich die Politik im Allgemeinen angucken. Zensiert? Ja. In allen sozialen Medien. Also Herr Hofreiter hat gerade gesagt, es ist doch keine schlechte Idee, X abzuschalten. Wenn solche Zitate plötzlich da sind, dann fühlt man sich in einem Regime. Und das ist doch nicht passiert. Er kann doch sagen, was er will, das gehört zur Freiheit. Da kommt kein demokratischer Politiker darauf, der sagt, wir zensieren hier in Deutschland, wir haben ein Grundgesetz. Aber man muss sich dann nur die Politik anschauen. Also ich finde, wir machen es uns zu einfach zu sagen, die Bürger sind sehr bewusst, dass sie da eine Partei wählen, die sie nicht wählen sollten. Gucken Sie sich doch die Ampelpolitik an. Die AfD muss im Prinzip gar nichts machen. Die AfD muss zusehen und die Klappe halten. Und die Ampel und die beste Wahlkampfhelfer, die AfD hier haben könnte. Die desaströse Politik, die wir im Moment haben, 0% der Deutschen möchte sich eine Fortführung der Ampel, 0%. Das spricht Bände darüber, was für Zustände wir in diesem Land haben. Und wenn es ein Das ist eine Lüge übrigens, 0%. Also bloß mal, weil Sie ja immer sagen, alle anderen lügen. Das ist eine Lüge. Ging durch die Medien, war eine Umfrage. Mit 0%. 0% wollen Sie. Können Sie ja noch nachreichen. Können Sie gerne Fakten checken. Aber Sie müssen sich einfach mal tatsächlich die Politik anschauen. Und die AfD spricht gewisse Probleme an, die sich andere Parteien nicht mehr trauen anzusprechen. Die CDU macht gerade einen Umschwung. Und das macht sich bemerkbar in den Wahlergebnissen. Aber wenn man Probleme nicht anspricht, dann wählen die Leute irgendwann eine Partei, die sagt, nee, wir
wir sprechen die Probleme an. Und wir sprechen die radikal an. Und es stimmt auch einfach nicht, dass nur weil man irgendwie die Ampel doof findet, man jetzt automatisch AfD wählt und man irgendwie das, wofür die AfD steht, nämlich Rassismus, Menschenfeindlichkeit, völkisches Gedankengut, komische Netzwerke nach Russland und China, dass man das dann alles ignoriert, nur weil man die Ampel doof findet. So einfach ist es nicht. Ich kenne diese Erzählung. Wissen Sie, Frau Müller, wenn Sie am Monatsende nicht mehr wissen, wie Sie Ihren Lebensmitteleinkauf bezahlen sollen, wenn Sie nicht wissen, wie Sie Ihre Energiekosten bezahlen können, wenn Sie Angst haben, die Klappe aufzumachen, weil Sie Angst haben müssen, dass Sie eine Hausdurchsuchung bekommen, dann interessiert Sie das daneben nicht. Dann interessiert Sie jemand, der sagt, wir stellen das ab. Und dann ist es die Verantwortung von anderen Parteien in diesem Land, den Bürgern zuzuhören. Ich würde es aber ja nicht abstellen. Die Probleme aufzunehmen und sich darum zu kümmern. Und bis vor kurzem hat sich keiner getraut, das Thema Migration so anzusprechen, dass es die Bürger da draußen erreicht, weil jeder Angst hatte, in die Rassismus-Ecke gestellt zu werden. Und jetzt, wo die Probleme nicht mehr wegleugnen, also jetzt werden sie angesprochen. Also immer, wenn im Bundestag Anträge waren, die kleinen, sogenannten kleinen Leute besser stellen würden, sozialpolitisch, und das ist übrigens auch in den Landtagen so, hat die AfD dagegen gestimmt, bloß damit wir mal bei den Fakten bleiben. Das sind doch alles Legenden, die Sie erzählen. Es ist im Übrigen auch eine Legende, dass im Osten es ein besseres Warnsignal für die Bedrohung der Freiheit gibt. Dahinter steht die Geschichte, der Osten hat die Freiheitsrevolution gemacht. Hat der Osten nicht. Keine Revolution wird von Mehrheiten gemacht. Es war eine kleine, mutige Minderheit, flankiert von ein paar hunderttausend Leuten, die abgehauen sind. Die Mehrheit stand übrigens wie bei jeder Revolution in der Weltgeschichte hinter der Gardine und hat abgewartet. Also das sind alles so Legenden, die mögen in bestimmten Kreisen gut ankommen, die haben aber mit der Realität ziemlich wenig zu tun. Ich finde es spannend, wenn man das alles so wegleugnet. Wie erklären Sie Leute? Natürlich, wenn Sie sagen, das sind Legenden und es ist eine Legende, dass wir keine richtige... Dann ist das einfach falsch. Es wurde immer in diesem Land über Migration geredet. Es wurde 2015, 2018 Riesendebatten geführt. Und nur weil sie nicht so rassistisch gelaufen sind, wie sie irgendwie bei der AfD geführt sind oder sie inzwischen zum Teil bei der CDU geführt werden, heißt das nicht, dass sie nicht geführt wurden. Das ist einfach falsch. Wie erklären Sie sich denn dann bitte die Wahlergebnisse von der AfD, die immer stärker wird? Gerade wenn es beim Thema Migration immer geht. Immer stärker, weil sie leider normalisiert wird. Ach so. Ja, ist so. Also nicht, weil wir die Probleme tatsächlich haben, sondern weil wir das normalisieren, dass wir sagen, wir haben Probleme, die wir angehen müssen. Niemand sagt, es ist keine Probleme. Es stimmt einfach nicht. Ich habe ja vorhin versucht zu erklären, warum Extremisten in so einer Zeit, in der es große Verlustängste gibt, eine große Desorientierung, viele Ängste, warum der Extremisten, auch ein Mann wie Donald Trump, so einen großen Zulauf haben, weil sie besonders einfache Antworten bieten. Und viele Menschen neigen dazu, sich besonders einfache Antworten zu bieten. Ich bin Mitglied gar keiner Partei und trotzdem sage ich, die einzige Partei in Deutschland, die versucht, auf die Zukunftsherausforderung, nämlich zum Beispiel die Klimakatastrophe und so weiter, zu reagieren. Die Grünen, die werden abgewatscht und die werden, auch weil sie sehr ungeschickt reagieren, auch weil sie Dinge machen, die sozusagen nicht in Ordnung sind. Und die werden aber hingestellt, als wenn sie der größte Feind unserer Gesellschaft wären. Sind sie aber nicht. Ihre Partei bietet außer... Nicht meine Partei, ich bin oder auch... Oder ihre frühere Partei, Sie sind ja jetzt hier gerade als treten ja als Verteidigerin der AfD auf. Diese Partei... Das ist selbst gewählt. Diese Partei arbeitet mit Ressentiments, mit Rassismus, mit Feindbildern. Und das ist gewissermaßen das, was einfach ist und was viele Leute ansprechen. Ich habe ein sehr aktuelles Beispiel, das ich Ihnen gerne mal vortragen würde. Nach dem Terroranschlag von Solingen forderte der Spitzenkandidat der AfD in Brandenburg, ein gewisser Hans-Christoph Berndt, dass Asylbewerber, egal ob anerkannt oder nicht, sowie ukrainische Kriegsflüchtlinge von öffentlichen Veranstaltungen wie Volksfesten ausgeschlossen werden sollen. Frau Kotar, was halten Sie von dieser Forderung? Gar nichts, überhaupt nichts, geht gar nicht. Und ich sage auch nicht, dass es keine Probleme in der AfD gibt. Und Ist das typisch eine solche Forderung für die Entwicklung, die Ihre ehemalige Partei genommen hat? Ja, also im Osten definitiv ist das typisch, die Entwicklung. Also ich war auch so lange die Vorzeigemigrantin, guck mal, wir haben kein Problem mit Ausländern, solange ich mitgespielt habe. Als ich die Klappe aufgemacht habe und gesagt habe, Leute, falscher Kurs, wir müssen hier was ändern, hieß es plötzlich, die Rumänen wollen wir nicht mehr im Bundestag sehen. Das sind keine Neuigkeiten, die mir erzählen. Der schlimmste AfD-Funktionär in Sachsen-Anhalt ist auch ein Rumänien-Deutscher. Ja, der Tilschneider, ich weiß es. Naja. Deswegen habe ich eigentlich gar keinen Anlass, die AfD zu verteidigen. Aber ich würde mir an ihrer Stelle Gedanken machen, wenn jemand wie ich die Partei verlässt, die Partei auch nicht mehr wählt und die Partei sehr, sehr kritisch sieht, an einen Punkt kommt, wo ich sage, das ist der falsche Umgang, das funktioniert so nicht und deswegen müssen wir es ändern. Da würde ich an ihrer Stelle überlegen, wie kommt die Frau denn dazu und nicht sagen, es ist alles falsch.
weil ich habe ja den Einblick und ich sehe, was in der AfD diskutiert wird, was in den Wählerschaften diskutiert wird. Ich sehe Leute, die früher die CDU, die SPD gewählt haben, die jetzt die AfD wählen. Das sind keine Radikalen, das sind keine Nazis. Die haben Probleme in diesem Land, die sehen, dass die Freiheit verloren geht, die wissen nicht, wen sie wählen sollen und dann wählen sie die AfD. Ich kriege es so oft zu hören, ja, aber Frau Kutter, ich weiß, sie sind ausgetreten, sie wollen die AfD nicht mehr. Wen um Gottes Willen soll ich wählen, wenn sich hier in Deutschland was ändern soll? Das ist die Haltung der Leute da draußen. Das mag ja so sein, aber haben Sie Verständnis, wenn die Leute aus den Beweggründen, die Sie schildern, dann jemanden wie Herrn Berndt, der solche Forderungen macht, wählen? Ich würde ihn nicht wählen, ja, ganz klar. Also ich kenne Leute, die ich definitiv nicht, also beziehungsweise ich würde die AfD nicht mehr wählen an sich, weil ich sie mittlerweile sehr, sehr kritisch sehe. Aber ich kann Ihnen nur sagen, die Erfahrung, die ich mit den Wählern mache. Wir hören mal kurz, was dieser Herr Berndt noch so zu sagen hat. Wir werden für Remigration sorgen. Ja, Remigration ist ein Versprechen und Remigration ist ein Auftrag. Frau Kotar, Sie haben es erwähnt, als rumänischstämmige Person, haben Sie da mittlerweile Sorge, bei diesen Remigrationsplänen irgendwann mitgemeint zu sein? Ich hatte tatsächlich, als das Potsdam-Treffen war, da habe ich mir das sehr genau angeguckt. Also ich bin ja der Meinung, Korrektiv hat mitgeschnitten und hat das nur als Theaterstück gemacht, weil sie es nicht veröffentlichen durften. Das, was gesagt worden ist, wirklich gesagt worden ist, hat mir Sorge gemacht. Also zu sagen, was wir geben... Was meinen Sie damit kurz über die Arbeit der Kollegen von Korrektiv? Das war so detailreich, dass ich davon ausgehe, sie haben einfach Audio mitgeschnitten bei dem Treffen. Ich kann es nicht beweisen, das ist meine Vermutung. Und das Ganze als Theaterstück gemacht, damit man das, was gesagt worden ist, unter die Leute gebracht hat. Mir hat Sorge gemacht zu hören, die Idee zu sagen, wir geben jetzt alle den Doppelpass und dann erkennen wir alle Doppelpassler einfach die deutsche Staatsbürgerschaft ab. Das war so ein Plan, was da geäußert worden ist, wo ich gedacht habe, Leute, das kann ja wohl nicht wahr sein. Oder wenn aus Sachsen-Anhalt die Idee kam zu sagen, wir, die integrierten Ausländer, die hier die Restaurants haben etc., wir bauen den Druck auf, damit die das Land verlassen müssen. Das war etwas, was mich wirklich gedacht, stopp, so geht's nicht. Hat Sie beunruhigt? Hat mir Sorgen gemacht, hat mich auch wirklich, also hat mich empört. Auf der anderen Seite muss man sich dann gucken, was die Medien daraus gemacht haben. Deportation, Wannsee-Konferenz etc., was zur Folge gehabt hat, dass die AfD-Wähler und die AfDler gesagt haben, alles Humbug, alles übertrieben, nehmen wir nicht mehr ernst. Wenn man sich auf das konzentriert hätte, was da tatsächlich gesagt worden ist, und das war in meinen Augen schon wirklich schlimm genug, dann hätte das vielleicht einen größeren Impact gehabt als dieses ständig Übertriebene, was die Leute dann nicht mehr glauben. Und deswegen haben wir auch so wenig Leute noch Vertrauen in die Medien. Also manchmal ist weniger mehr. Man möchte gar nicht Vertrauen in die Medien haben. Man müsste nur gucken, was auf den Telegram-Accounts und Facebook-Accounts und sonst was von den Fraktionsvorsitzenden Ost erschienen ist, kurz danach. Da hat man nämlich eine Stellungnahme gemacht, was Remigration wirklich bedeutet. Also alle fünf Landes- bzw. Fraktionsvorsitzenden, Björn Höcke und die anderen, haben dann bekannt gegeben, dass eben Remigration für sie genau diese Punkte beinhaltet, inklusive nicht assimilierte Menschen mit Migrationshintergrund sollen raus, und zwar unter Druck. Das ist genau das, was Sie gerade angesprochen haben mit den Restaurants. Das ist eben nicht nur Martin Sellner, die identitäre Bewegung und dieses Vorfeld der AfD, sondern das ist aktive AfD-Politik. Mhm. Und da müssen die Medien gar nichts draus machen. Das ist einfach Fakt. Das sagen die selber. Und deswegen ist das einfach so gewesen. Deswegen sollte man weiterhin das ernst nehmen. Inzwischen stellt sich Björn Höcke ja quasi so unschuldig oder dumm, wie immer man es nennen will, dass er sagt, Remigration. Nein, damit ist doch gemeint, dass Deutsche, die Deutschland verlassen haben, dass die bitte wieder zurückkommen. Das war sein Versuch bei dem TV-Duell. Deswegen ist das ja auch nicht ganz so gut, wenn man solche TV-Duelle macht live, weil er konnte dann einfach behaupten, dass er das so meinte. Man hat ihm natürlich widersprochen, aber im Endeffekt hat er sich da eben versucht, weicher und harmloser darzustellen. Ja, wir beschreiben hier, Frau Kotar hat das ja auch bestätigt, einen Radikalisierungsprozess, den du auch häufig beschrieben hast. Wie ist deine Einschätzung, ist dieser Prozess, hat das jetzt quasi einen Höhepunkt erreicht oder wird das tendenziell eher weitergehen? Also grundsätzlich ist es ja so, dass diejenigen in der AfD gerade stark sind, die diese Form der Ideologie für gut halten und es dann auch noch weitere Akteure gibt, wie Maximilian Krah oder Björn Höcke oder dieses Vorfeld, die sagen, wir dürfen bloß nicht nachlassen. Also das, was zum Beispiel Giorgia Meloni in Italien macht oder Marine Le Pen in Frankreich, dieses sich ein bisschen mäßig, ein bisschen bürgerlicher geben, das wollen wir nicht. Weil damit kommen wir nicht an der CDU vorbei, müssen den Druck aufrechterhalten, weil der Plan ist ja, die CDU zu zerstören. Und das schafft man nur, wenn man sozusagen von außen den Druck erhält. Das heißt, man wird mindestens so bleiben, wenn nicht weiter nach rechts rücken.
Herr Kowalczuk, es gibt ja Stimmen von Leuten, die jetzt gar nicht Fans der AfD sind, die aber trotzdem sagen, nach so schwierigen Ergebnissen wie in Sachsen oder Thüringen, wo es dann schwer ist, eine Regierung ohne die AfD zu bilden, lass sie doch einmal an die Macht. Da wird sich schon zeigen, dass die gar nicht so gut sind und dass sie sich eventuell selbst entzaubern. Was halten Sie von dieser These oder halten Sie das für gefährlich? Ich habe das natürlich auch mitbekommen. Das hat ja unter anderem der frühere CDU-Generalsekretär Polenz in einem Interview in der Taz gesagt. Und das hört sich auf den ersten Blick verlockend an. Aber man muss dann ganz klar sagen, das ist nur für diejenigen verlockend, die nicht gerade in Sachsen oder in Thüringen leben. Denn wir müssen aber eins sozusagen doch uns verständigen. Es hat längst begonnen. Es geht nicht darum, die sozusagen die Machtübernahme der AfD und anderer Extremisten zu verhindern. Es hat in den Regionen längst begonnen. Freie Theaterträger, andere Theaterträger antizipieren, dass die AfD demnächst auch mit zum Beispiel Geldtöpfe verteilt. Also werden Programme vor Ort bereits umgeschrieben, damit die sozusagen bei denen nicht auf Ohren stoßen, wo die dann auf Proteste, Widerstand, was auch immer kommen. Das gibt es. Es gibt Leute, die bereits aus den Regionen weggehen. Und insofern, so gut ich das aus so einer Perspektive aus Nordrhein-Westfalen oder aus Berlin verstehen kann, lass die doch mal machen, die Leute haben so gewählt, muss man aus einer demokratietheoretischen Perspektive ganz entschieden dagegen sein. Es kommt nämlich noch etwas anderes hinzu. Solange die nicht die totale Macht haben, und ich benutze ganz bewusst diesen Begriff, werden die immer sagen, und jetzt komme ich nochmal dazu, was Sie beide nicht gerne hören, das ist AfD wie BSW, die werden sich ganz genauso verhalten, werden immer sagen, dass wir hier nicht das machen können, was wir wollen, das liegt an denen da oben, das liegt an Berlin, das liegt an Europa, das liegt an sonst wo. Und wir haben nur eine Chance, Demokratie und Freiheit zu verteidigen, wenn wir die so weit wie möglich von der Macht entfernt halten. Am kommenden Sonntag wird nun in Brandenburg gewählt. Vergangenes Wochenende wurde dort schon mal gewählt, und zwar bei der U16-Wahl. Dort gaben mehr als 4.700 Jugendliche ihre Stimme ab und knapp 30% der Kinder und Jugendlichen votierten für die AfD. Überraschen Sie solche Ergebnisse? Nee, überhaupt nicht. Und für mich hat das eben auch sehr viel mit dem diktatorischen Erbe in Ostdeutschland zu tun. Das, was über Jahrzehnte hinweg... Die heute 15-Jährigen leiden noch quasi unter diesem Erbe. Das, was jetzt über Jahrzehnte hinweg Millionen Menschen eingehämmert wurde, kann nur überwunden werden durch eine aktive, eigenverantwortliche Gegenwehr, indem man auch positiv etwas dagegen stellt. Das ist sozusagen diese gesellschaftliche und individuelle Aufarbeitung hat in Ostdeutschland nicht funktioniert. Wir haben Milliarden da hineingesteckt, das hat nicht funktioniert. Und heute ist der wichtigste Sozialisationspunkt, durch den jeder von uns geht, auch unsere Kinder, ist der häusliche Armutstisch und nicht die Schulen, nicht die Medien. Und dort wird das ungefiltert weitergegeben, was praktisch Eltern, Großeltern, Urgroßeltern in ihren Rucksäcken haben. Und dort werden diese politischen Meinungen gegeben. Das ist im Übrigen auch keine besonders originelle These. Das weiß man aus der Wissenschaft, wie praktisch solche Sozialisationsprozesse stattfinden. Und natürlich werden dort diese unverarbeiteten Erfahrungen eben weitergegeben und pflanzen sich fort. Ja. Ann-Kathrin, wie erklärst du dir diese Zustimmung für die AfD, gerade bei jüngeren Menschen? Es sind verschiedene Faktoren. Zum einen eben diese Verunsicherung und die Ängste zu der Zukunft. Die haben natürlich junge Leute auch besonders. Da kommt dann auch zusammen, dass man vielleicht sogar Angst vor der Klimakrise hat, aber gar nicht will, dass die dann so echt ist und dann lieber auf die hört, die sagen, nee, ist schon gar nicht so schlimm. Dann haben wir die Kriege, dann haben wir Corona-Pandemie, wo natürlich Kinder und Jugendliche auch besonders betroffen waren. Dann haben wir eben die Normalisierungseffekte und dann auch soziale Netzwerke. Also wenn man eben den Algorithmus sozusagen einmal falsch trainiert hat oder zu häufig auf bestimmte Art von Content geklickt hat, also bestimmte Reels oder TikToks halt, dass man das dann immer wieder vorgespielt kriegt. Und wenn man dann eben mehrfach am Tag was liest von angeblichen Massenvergewaltigungen oder tatsächlichen Massenvergewaltigungen, dann macht das eben was mit den Menschen. Wir schauen mal auf das, was die tatsächlich Wahlberechtigten, zumindest im Vorfeld so angeben, was sie in Brandenburg wählen werden. Dort ist es relativ knapp zwischen der AfD und der SPD, die in den letzten Wochen offenbar aufgeholt hat. Und jetzt gibt es so bizarre Phänomene, dass der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU
aufruft, quasi den Herrn Woidke, den Spitzenkandidat der SPD in Brandenburg, zu unterstützen, obwohl die CDU in Brandenburg natürlich auch einen Spitzenkandidaten hat, der auch gerne unterstützt würde. Sie schütteln den Kopf, Frau Kutta. Das ist absurd. Ich finde es wirklich, wirklich absurd. Wir leben in einer Demokratie, da sollen die Leute die Partei wählen, die sie wählen wollen. Und wenn wir der Meinung sind, die AfD ist gefährlich, dann gehen wir ein Verbotsverfahren an. Wenn wir wirklich der Meinung sind, die AfD ist so gefährlich, dann verbieten wir sie, solange sie nicht verboten ist. Finden Sie das richtig? Ich hätte Bedenken, ob das gut geht mit dem Verbot. Das ist mit der NPD schon schief gegangen. Aber wenn jemand so große Angst hat und sagt, das ist tatsächlich, dann geht man das an. Aber solange sie nicht verboten ist, ist sie eine Partei wie alle anderen. Und der Effekt, der dadurch eintritt, ist, ja, aber lassen Sie mich als, kurz. Als Insiderin. Ja. Glauben Sie, man würde genug finden, um ein Verbotsverfahren auch erfolgreich durchzuführen? Ich bin mir nicht sicher. Wenn ich mir den Verfassungsschutzbericht bis jetzt so angeguckt habe, glaube ich nicht, dass das für ein Verbotsverfahren reicht. Was Sie mitbekommen haben? Es gibt bestimmt ein paar Leute, die würden dazu beitragen, dass dieses Verbot zu beschleunigen. Ja, ich weiß aber nicht, ob es bei der ganzen Was Partei denn zum reichen Beispiel? Würde. Müssen wir nicht drüber reden. Ich glaube, die Protagonisten sind bekannt, die dazu beitragen würden, dass das beschleunigt wird, gerade im Osten. Aber nochmal, wir haben das Thema, da gibt's viele Kandidaten. Ja, wir haben das Thema Demokratie im Osten. Wir haben das Thema Wahlen im Osten. Sie hört auch, dass jemand sagen kann, wählt den. Natürlich. Sie können doch nicht sagen, dass das undemokratisch ist. Das ist ja, wenn Sie merken und wenn wir jetzt auch sehen, was in Thüringen und in Sachsen passiert ist, wenn sich alle anderen Parteien versuchen zusammenzuschließen, um den Wahlsieger zu verhindern, auch da frage ich mich dann, ist das noch normales, demokratisches. Ist das tatsächlich, aber wie kommt denn das bei den Bürgern an? Wir haben eine Partei gewählt und jetzt versuchen alle anderen zusammen, sie zu verhindern. Das sehen die Leute nicht mehr als demokratisch an. Und ich bin, die Frage war, soll man die AfD einfach mal machen lassen? Ich würde mir die Landesverbände ganz genau angucken und es gibt Landesverbände, wo ich sagen würde, lasst sie machen. Ja, weil nichts entzaubert, Hessen zum Beispiel, mein Landesverband, nichts entzaubert eine Partei so schnell, wie wenn sie an der Macht ist und die Leute sehen, all das, was sie versprochen haben, können sie eigentlich gar nicht so umsetzen. Das beste Beispiel ist die Grünen. Die Grünen an der Regierung in der Ampel, schauen Sie sich an, wo die Grünen jetzt stehen. Lassen Sie sie doch mal machen. Diese ständige, die AfD ausgrenzen, sorgt für Protest, sorgt für Widerstand. Oder die FDP hat sich auch halbiert in der Regierung. Ja, gut, über die FDP, die fliegt hoffentlich aus dem Bundestag und kommt nicht wieder, weil wir haben keine freiheitliche Kraft mehr in Deutschland. Das, was wir wirklich brauchen in Deutschland, ist eine freiheitliche Kraft, die Freiheit in Deutschland wieder verteidigt, die dafür sorgt, dass wir die wirklich haben. Sie haben Corona angesprochen, die Grundrechtswegnahme, die Aufarbeitung der Corona-Krise, den Leuten dieses Freiheitsgefühl, auch die Eigenverantwortung, die Sie angesprochen haben. Es ist immer so, der Vaterstaat kümmert sich um dich, kümmert dich bloß nicht darum, die Politik legert das. Nein, die Eigenverantwortung, die Freiheit, so eine Kraft brauchen wir in Deutschland. Das war die FDP mal, das ist sie nicht mehr, leider. Aber was Sie freiheitlich nennen, würde man wahrscheinlich in der Politikwissenschaft eher libertär nennen, aber oder rechtslibertär. Der Punkt ist doch, dass die AfD sehr, sehr viele von diesen Akteuren hat und es noch lange nicht heißt, dass weil noch kein Verbotsverfahren gestartet ist, sie deswegen eine demokratische Kraft ist wie alle anderen, was Sie eben gesagt haben. Ja, sie ist demokratisch gewählt, aber sie ist keine demokratische Kraft. Sie ist eine antidemokratische Kraft, die versucht, diese Republik maßgeblich zu verändern und das Grundgesetz angreift. Also das ist doch ein Unterschied. Sie können doch nicht sagen, das ist eine demokratische Kraft wie alle anderen. Mal gucken, so, weil wer hat uns denn die Grundrechte weggenommen in der Corona-Zeit? Das war nicht die AfD. Weggenommen. Sie wurden kurzzeitig. Müller, ich konnte nicht mehr in Restaurants gehen. Gesundheitsschutz ist auch im Grundgesetz verankert. Aber wenn wir uns jetzt die RKI-Files anschauen, wie es immer hieß, hören Sie auf die Wissenschaft. Und dann merkt man, die RKI hat nicht auf die Wissenschaft gehört, sondern hat auf Herrn Lauterbach und auf die Politik gehört. Auch das bekommen die Leute mit. Das stimmt. Lesen Sie das doch nach. Das stimmt so, wie Sie es behaupten. Bleiben wir mal zum Beispiel da, wie Demonstrationsverbote ausgesprochen worden sind und nicht. Es gab am Anfang eine große Verunsicherung im Übrigen in allen Gesellschaftsgruppen, weil niemand wusste, wie man mit der Pandemie umgeht. Dann sind bestimmte Demonstrationen verboten worden. Andere sind zur gleichen Zeit genehmigt worden. Verboten worden ist zum Beispiel eine Demonstration zur Erinnerung an die Opfer von Hanau und zur gleichen Zeit ist vom Reichstag eine Schwobler-Demonstration genehmigt worden, wo es fast zum Sturm auf den Reichstag kam. Die Auflagen nicht eingehalten. Das stimmt doch. Diese Fälle gab es zumindest auch und es ist auch gut, dass Sie das... Und das, da ist sehr, gerade im Justizsystem, sehr intensiv drüber diskutiert worden und es ist eben nicht ausgehebelt worden, sondern ist dadurch eher noch stabiler herausgekommen. Das muss man auch mal ein bisschen auch aus der Situation her begreifen. Natürlich ist da
auch vieles nicht richtig gelaufen. Da bin ich ja ganz bei Ihnen. Aber das haben wir doch gemeinsam in einem freiheitlich-demokratischen Staat miteinander versucht zu lernen. Und ich will noch etwas sagen zu dem Verbot. Ich halte das jetzt, also ein AfD-Verbot jetzt in der Situation, hielte ich das als in toto, in Gänze, für kontraproduktiv, politisch kontraproduktiv. Aber ich frage mich schon seit einigen Jahren, warum nie das Mittel benutzt wurde, einzelne Landesverbände zu verbieten. Das gibt es nämlich auch, dass man eben einzelne Landesverbände verbietet und insbesondere die, die als gesichert rechtsextrem eingestuft werden. Und da, warum man dieses Mittel nie benutzt hat oder mal versucht hat, ist mir nicht so ganz klar. Aber wahrscheinlich ist es auch dazu politische Sehen jetzt zu spät. Frau Cotard hat zu Recht, wie ich finde, auf den Entwicklungsprozess der Grünen hingewiesen, der nicht positiv ist, nicht so, wie sich die Partei das vorgestellt hat. Insbesondere im Osten, in Thüringen, nicht mehr in den Landtag bekommen. In Sachsen ganz, ganz knapp nur drin. Brandenburg könnten Sie auch an der 5%-Hürde scheitern. Herr Kowalczuk, nochmal die Frage an Sie. Genauso wie ich gefragt habe, warum die AfD auf so viel Resonanz in Ostdeutschland stößt. Warum sind die Grünen dort, sagen wir mal, noch eine Spur mehr verhasst als im Westen der Republik? Also die Grünen ist ja eine urbane Partei, nach wie vor. Man kann natürlich sagen, das hat sich auch in den letzten Jahren so einiges verändert oder in den letzten Jahrzehnten. Im Osten war sie so ohnehin sehr schwach nur verankert, auch wenn sich das in den letzten 10 Jahren ein bisschen verändert hat. Aber sie, dazu muss man auch ganz klar sagen, die ersten 20 Jahre der deutschen Einheit haben sich die Grünen herzlich wenig um Ostdeutschland gekümmert. Das hat sie nicht weiter interessiert. Und dieses Heizungsgesetz, diese Kommunikation über dieses Heizungsgesetz hat Ostdeutschland mit einer ganz anderen Schärfe getroffen als große Teile Westdeutschland. Da waren die Heizungen gerade alle neu. Da waren die sozusagen auf diese Energieträger orientiert. Und nun kommt diese Riesenkommunikationspanne, die ja nicht nur von den Grünen war, sondern da wurde ja was geleakt, gewissermaßen, ich sag mal, mit Hilfe von anderen Koalitionspartnern und ganz bewusst das alles auf die Grünen sozusagen orientiert. Und das, diese völlig irre Kommunikation führte dann dazu zu einer großen Verunsicherung, zum großen Hass auf die Grünen, was dann natürlich befördert wurde durch alle anderen politischen Kräfte, und zwar nicht nur durch die AfD, sondern genauso durch die FDP, durch die SPD, CDU, CSU, die nun alle gewissermaßen den Beselbub in der Hand hatten. Und das funktioniert ja bis heute. Und da kann ich mich auch aus so einer demokratietheoretischen Perspektive immer nur wieder wundern, dass die anderen demokratischen Parteien jenseits von BSW und AfD, die sich auch da total einig sind und sagen, die Grünen sind das größte Übel unseres Staates und unserer Gesellschaft, dass die da so mitmachen. Weil man als guter Demokrat nämlich seinen Konkurrenten außer den Feinden unterstellt, egal was die wollen, und die wollen vielleicht was ganz anderes als ich, dass man denen aber unterstellt, eigentlich wollen die auch alle nur das Beste. Mhm. Ja, und ich muss die koalitionsfähig für mich halten nach einer Wahl. Und genau das haben Leute wie Söder oder wie Kretschmer in Sachsen komplett zerstört. Anders im Osten der Republik scheint auch der Blick auf Russland und der Krieg in der Ukraine zu sein. Frau Cotard, Sie haben als Grund für Ihren Austritt auch anfangs hier erklärt, die Nähe Ihrer Partei zu autoritären Regimen wie China und Russland. Wie stark ist dieser und woher kommt das in der AfD? Das ist eine gute Frage. Also ich habe das, vielleicht können Sie es mir erklären, woher gerade im Osten dieser Hang dazu da ist, den Putin zu verstehen, wo sie doch eigentlich den Kommunismus durchgemacht haben, 40 Jahre lang, und dadurch gelitten haben. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht. Das Einzige, wie ich es mir erklären kann, ist, dass man sieht, da ist ein starker konservativer Mann. Ja, und auch die chinesische Regierung und auch im Iran, das sind konservative Regierungen, die haben ihre Traditionen, die haben ihre Werte, die müssen wir nicht alle teilen, aber die verteidigen sie. Und gegenüber steht der woke Westen. Das ist die Theorie. Das ist der woke Westen, das kommt aus Amerika, alles übel, was wir jetzt haben, was wir diskutieren. Und das können wir dem entgegenstellen, eben den starken Mann aus dem Osten. Das ist die einzige Art und Weise, wie ich es mir erklären kann. Sonst höchstens noch mit dem Stockholm-Syndrom. Ich weiß es nicht, wie man als ehemaliger DDRler tatsächlich auf der Seite von Russland stehen kann und so etwas verteidigen kann. Ich als jemand, der in Rumänien geboren ist, verstehe jeden, der sagt, nie wieder unter die Knute Russlands. Wer kann helfen? Ann-Kathrin? Also ich würde tatsächlich einmal gerne widersprechen, dass man jetzt irgendwie ausgerechnet Herrn Putin als konservativen starken Mann, also ja, aber konservativ ist mir dann doch sehr verharmlosend, da wollte ich einmal was zu sagen. Und das andere ist, tatsächlich nehme ich das anders wahr, ich rede ja auch viel mit AfD-Wählerinnen und Wählern, wenn ich bei den Veranstaltungen bin und auch drumherum, da ist eher dieses
antimilitaristische auf eine Art und Weise, was auch einem erstmal schräg vorkommt, und sozusagen dieses pazifistische, was zumindest dann als Grund vorgegeben wird und in der Erzählung sozusagen stark ist. Und die AfD erzählt es ja auch inzwischen gar nicht mehr so sehr über Russland ist ganz toll, sondern eher über wir schicken unsere Kinder nicht in diesen Krieg. Ihr da in Berlin, ihr wollt irgendwie quasi den Dritten Weltkrieg starten und wir schützen euch davor. Das ist eher die Erzählung, die da zumindest in diesen letzten Wahlkämpfen funktioniert hat. Und darüber funktioniert das. Aber sie können vielleicht. Also es gibt nichts, was es auch in der DDR verhasster war als die Sowjetunion. Ich habe einen ukrainischen Hintergrund. Ich weiß, wovon ich rede. Ich weiß, was mit meinem Namen in der DDR passierte. Was da passierte, es gab nichts, was verhasster war als der Russischunterricht, der obligatorische Russischunterricht von ab der 5. Klasse. Fast niemand ist aus diesem Unterricht rausgekommen und konnte mehr als guten Tag und Wiedersehen und Sehenswürdigkeit auch nicht auf Russisch sagen. Ich habe ja einen anderen Hintergrund. Und ich hatte immer ein großes Interesse für die Sowjetunion, für die Geschichte Russlands, für die Geschichte der Ukraine und so weiter und so fort. Das veränderte sich mit Gorbatschow, dem ja bis heute irrtümlicherweise vor allen Dingen in Ostdeutschland viele Leute dankbar sind. Auch da mache ich nicht mit. Ich weigere mich nämlich bei jemandem, mich zu bedanken, nur weil er mich nicht erschossen hat. Das, was die Sowjets bis dato gemacht haben, das, was aber in der westlichen Welt völlig missverstanden wird, das würde in Ostmitteleuropa, in Polen, in den baltischen Staaten, in Rumänien, in Ungarn überhaupt niemand einfallen, dem irgendwie für irgendwas dankbar zu sein, weil sie diese Okkupationserfahrung immer noch verinnerlicht haben in ihrer politischen DNA. Und das ist in Ostdeutschland nicht so. Das kippte in den 1990er Jahren. Und jetzt kommen meines Erachtens zwei Dinge hinzu. Ich würde auch nicht sagen, dass Putin konservativ ist. Weiß Gott nicht. Wenn er das wäre, dann hätten wir all diese Probleme nicht. Er ist das Bollwerk gegen den Westen. Er ist das Bollwerk gegen die USA und es gibt im Osten einen sehr, sehr, also in Ostdeutschland einen sehr, sehr verbreiteten Anti-Amerikanismus. Der ganze Friedensbegriff, den Sarah Wagenknecht verbreitet, den die AfD im Osten verbreitet, der basiert auf einer Definition von Stalin von 1924. Da steckt ein ganz anderes, nicht westliches Friedensverständnis dahinter und das hat immer etwas mit Kapitalismus, Imperialismus, sprich USA zu tun. Und das Zweite, warum die sozusagen so eine Affinität haben, ist, ich würde das eben anders formulieren, das Staatsautoritäre, was Putin verkörpert. Das, was sozusagen, was meines Erachtens eben für BSW und AfD eben auch anziehend ist. Also insofern ist das eine Melange, man kann es gut zusammenfassen. Die haben nämlich alle von Russland keine Ahnung, die haben auch von Putin keine Ahnung, die haben auch von der Ukraine keine Ahnung. Das, was sie für sie interessant ist, sie machen sich den Feind ihres eigenen Feindes zu ihrem Freund. Das ist gewissermaßen der Punkt dahinter. Schlussrunde, Frau Kotar, wenn wir versuchen, in die Zukunft zu blicken und Sie auf Ihre ehemalige Partei blicken, was glauben Sie, wo steht die AfD in 5 Jahren? Wenn sich die Politik in diesem Land nicht ändert, wird sie wesentlich besser dastehen, als sie im Moment dasteht und auch im Westen an Wählerstimmen gewinnen. Ann-Kathrin? Ich würde das nicht mit der aktuellen Politik begründen, sondern mit der Unfähigkeit der anderen Parteien, mit der AfD umzugehen, dass es keine gemeinsame Handhabe gibt, dass man sich immer wieder treiben lässt, dass man ihr hinterherrennt bei ihren Themen und zum Teil leider auch ihrer Sprache. Und ich wäre anderer Meinung, dass das Verbotsverfahren kommen muss und auch bald kommen sollte, denn anders wird man das leider nicht einhegen und die Demokratie riskieren. Kowalczuk, was antizipieren Sie gerade mit Blick auf den Osten Deutschlands? Wird es diese Erfolgsgeschichte der AfD so weitergehen? Als 89er, als Teil der Freiheitsrevolution, kam es für mich überhaupt nie in den Sinn, noch jemals in meinem Leben pessimistisch zu sein. Diesen Glauben habe ich verloren. Ich glaube, wir stehen erst am Beginn einer Entwicklung. Ostdeutschland ist nur so interessant, weil sich hier alles schneller, radikaler, früher abzieht. Wenn Trump an die Macht kommen sollte, dann gnade uns Gott. Wir sehen überall in Europa gibt es faschistische Bewegungen. Niemand weiß, wie der Krieg der Russländischen Föderation gegen die Ukraine endet. Und ich glaube, wir stehen insgesamt am Beginn einer Geschichte, die später als eine staatsautoritäre Epoche in die europäische Geschichte eingeht. Also insofern, ich gucke eher düster in die Zukunft. Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass Sie nicht recht behalten. Ich hoffe, dass ich mich irre. Bedanke mich aber dafür, dass Sie Ihre Ansicht heute mit uns geteilt haben. Bedanke mich auch für Ihren Besuch, Frau Kotar, für deinen, Ann-Kathrin. Vielen Dank für Ihr Interesse, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Spitzengespräch ist auch nächste Woche wieder für Sie da. Bis dahin bleiben Sie heiter, so gut es geht und bis bald.
Das war das Spiegel-Spitzengespräch. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, geben Sie gerne eine Bewertung ab und abonnieren Sie diesen Podcast, um keine Ausgabe zu verpassen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Bleiben Sie heiter, so gut es geht. Bis bald.